Wer war der niederländische Künstler Vincent van Gogh und wie sah sein künstlerisches Schaffen aus? Die Antwort auf diese Fragen findet sich derzeit in der Hansemesse Rostock. Seit dem 1. Juni stellt die multimediale Ausstellung Van Gogh – The Immersive Experience auf eine ganz besondere Weise das Leben und Schaffen des Künstlers dar. Nur Bilder aufhängen reicht in der Kunstszene nicht mehr aus. Neue moderne Wege müssen beschritten werden. Auf 3000 Quadratmetern werden über 500 Werke ausgestellt. Das Konzertbüro Zahlmann veranstaltet das Kunsterlebnis. Als wir in Berlin begonnen haben damit, bin ich davon ausgegangen, so das Alter, was uns besucht, wird so zwischen 35, 40 und 80 liegen. Und dann waren wir überrascht, es sind alle gekommen. Es ist der 6-Jährige bis zur 80-jährigen Oma gekommen und waren begeistert, weil diese Ausstellung bietet für jede Altersgruppe was und verbindet. Ja? Und das macht die Einzigartigkeit dieser Ausstellung aus, das Leben von Van Gogh in dieser Ausstellung zu entdecken, ja? Verschiedene Schaffensperioden zu sehen und natürlich die Umsetzung der Bilder in einer Technik, die einzigartig ist. Ja? Und das fasziniert und begeistert. Die Ausstellung wurde für die Rostocker Hansemesse neu konzipiert. Das multimediale 360-Grad-Erlebnis lässt die Werke und den Künstler vor den Augen der Besucher zum Leben erwachen. Aufwendige Lichtinstallationen an den Wänden und am Boden machen dies möglich. Für die technische und konzeptionelle Umsetzung war die Firma Kofu Entertainment zuständig. Wir machen das zusammen mit einer belgischen Produktionsfirma. Die sind ihres Zeichen Weltmarktführer im Bereich der immersiven Erlebnisausstellungen seit über 10 Jahren und betreiben zeitgleich im Moment, glaube ich, über 30 solche Ausstellungen weltweit, von eben New York über Tokio, Brüssel, Paris, Barcelona. Und wir haben eben jetzt seit 2 Jahren die Lizenz erworben, diese Ausstellungen im deutschsprachigen Raum zu veranstalten. Ich bin eigentlich Musicalproduzent und Konzertveranstalter, komme also eher aus einer anderen Richtung, aber eben aus dem Unterhaltungsbereich. Und wir wollen natürlich jetzt auch mit dieser Art der Ausstellung, die ja eher als Erlebnisausstellung gestaltet und konzipiert ist, eben Kunst als Erlebnis inszenieren und natürlich einem breiten Publikum näher bringen. Von reproduzierten Gemälden über Virtual Reality bis zu Malplätzen, wo Groß und Klein ihr eigenes Van Gogh-Kunstwerk zeichnen können, ist alles dabei. So können die Gäste in das Leben und Schaffen des Künstlers eintauchen. Kunsthistorisch wird die Schau nachträglich von Nadine Luskovec betreut. Sie unterstreicht die Wichtigkeit der Werke Van Goghs. Die Originalen sind natürlich nie zu ersetzen. Das ist was, wenn man davor steht und den pastosen Pinselstrich wirklich sieht, das ist immer ein Erlebnis. Deswegen würde ich erst sagen, dass es ein Zusatz ist, etwas Neues. Die neuen medialen Mittel nutzen, um einen anderen Zugang zu Van Gogh zu geben. Einen emotionaleren Zugang, der, wie man sieht, in einigen Gemälden auch tatsächlich angelegt ist von Van Gogh. Und das, finde ich, ist das Besondere auch dieser Ausstellung, dass man keine Originalen hier hat, sondern Reproduktion. Aber deswegen diese Hemmschwelle, nah ranzutreten, sich tatsächlich lange vor ein Gemälde zu stehen, was man in den Top-Museen ja doch tatsächlich nicht so oft kann, die wird genommen. Ein Besuch im Museum soll die Schau natürlich nicht ersetzen. Sie soll eine Ergänzung dazu sein und Lust auf mehr machen. Bis zum 28. August 2022 ist die Van Gogh Show in der Hansemesse Rostock zu sehen. Ein Erlebnis für Groß und Klein, für Kunstbegeisterte und auch für Laien.